Hallo und herzlich willkommen zu Boulevard auf Allgäu TV. In dieser Sendung werfen wir nochmal einen Blick zurück auf das Osterfest. Und wir beginnen in Ellhofen. Denn dort war die Darstellung des Heiligen Grabes zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder in voller Gänze zu sehen. Dafür gesorgt hat der Verein der Freunde der Ellhofener Heimatstube, die das Grab auf dem Dachboden der Kirche entdeckt hatten. Bis Karsamstag war die aus dem 18. Jahrhundert stammende Konstruktion zu sehen. Das Heilige Grab lag jahrelang auf dem Dachboden der Ellhofer Kirche. Es war fast schon vergessen. Doch dank dem Verein der Freunde der Ellhofener Heimatstube ist es nicht so weit gekommen. Ortsheimatpfleger Gerd Zimmer und Monika Lau, Vorsitzende des Heimatvereins, bestaunen die 4 Meter hohe Zusammensetzung. Die Bedeutung der Heiligen Gräber hat eigentlich ihre Wurzeln gefunden in der Zeit der Kreuzzüge. Sie müssen sich vorstellen, die Kreuzzüge waren im 11. bis 13. Jahrhundert. Die Kreuzritter und die Kreuzfahrer sind nach Hause gekehrt und haben natürlich versucht, das Grab Christi in einer Darstellung hier zu imitieren. Sie wollten den Menschen die Möglichkeit geben, sich ein Bild vom Heiligen Grab zu machen. Da damals nur wenige lesen konnten, hat man es bildlich dargestellt. Das Interesse von Monika Lau und ihrem Verein an dem Grab war groß. Ja, wir in der Heimatstube, wir archivieren, wir dokumentieren hauptsächlich Schriftliches in unserer Heimatstube. Und wir haben von diesem Heiligen Grab so gut wie keine Dokumentation gehabt. Es hat ein einziges Bild hat existiert und da war nur eine ganz kleine Aufnahme von diesem Grab vorhanden. Und das hat uns natürlich sehr interessiert, wie das mal wirklich ausgeschaut hat. Das Grab wurde wohl eigens für die Ellhofer Kirche angefertigt, denn es passt genau in den Chorraum der Pfarrei. Das Heilige Grab hat eigentlich dann über Jahre hinweg ein freudloses Dasein geführt. Hier oben auf dem Dachboden über uns in der Kirche. Man hat es nahezu vergessen und es ist wie mit allem, was über viele Jahre hinweg nicht mehr gesehen wird, nicht mehr praktiziert wird, das verschwindet irgendwann. Zu seinem Glück vielleicht, denn so blieb es erhalten. Rund 80% des Grabes sind noch im Originalzustand. Die elektrische Beleuchtung wurde natürlich nachträglich eingebaut. Die mit Wasser gefüllten Glaskugeln wurden dieses Jahr hinzugefügt. Früher war das Grab sehr regelmäßig zu sehen. Also jährlich hat man es anscheinend bis 1965 aufgestellt. Es wurde dann unter dem Pfarrer Hochgesang 1972 oder 74, das weiß man auch noch mal ganz so genau, zum Teil aufgestellt, aber seitdem eigentlich nicht mehr. Dieses Jahr wird das Heilige Grab bis Karsamstag in der Ellhofer Kirche zu sehen sein. Ob es nächstes Jahr wieder aufgestellt wird, macht die Pfarrei von dem Interesse der Besucher abhängig. Am grünen Donnerstag, da gedenken Christen traditionell des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Dabei hat Jesus den Aposteln vorher die Füße gewaschen. Früher haben deshalb am grünen Donnerstag ebenfalls viele Priester regelmäßig 12 Gemeindemitgliedern die Füße gewaschen. Mit den Jahren ging diese Tradition vielerorts allerdings verloren. Lindenbergs Pfarrer Leander Mikschel hat diesen Brauch jetzt wiederbelebt. Die Abendmesse am grünen Donnerstag gilt als Auftakt zu den 3 österlichen Tagen von Karfreitag bis Ostersonntag. An diesem Tag wird insbesondere dem letzten Abendmahl von Jesus mit seinen Aposteln gedacht. Zuvor hatte Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen und machte sich damit selbst zu einem Diener. Er war immer für andere da. Es zählte für ihn immer der Mensch, vor allem der andere Mensch und eigentlich nie er selber. Er dient, indem er den Menschen zuhört und für sie da ist. Indem er Menschen heilt von ihren Krankheiten, auch von ihren Sorgen und er dient vor allem auch durch seine Barmherzigkeit, indem er Menschen immer wieder verzeiht. Ich kenne es von meiner Heimatgemeinde und wollte das hier auch wieder machen, weil ich denke, es ist ein gutes, schönes, sprechendes Zeichen für diesen grünen Donnerstag. Die Kirche ist ja nicht nur eine herrschende, sondern auch eine dienende. Das hat ja Jesus ganz klar vorgelebt, indem er selber die Füße gewaschen hat. Und das Zeichen, denke ich, ist gerade in unserer heutigen Zeit sehr wichtig, wo die Kirche eher als das Herrschende, das Bestimmende gesehen wird, dass die Kirche auch dienende ist.
Für die Fußwaschung ausgewählt wurden Personen, die sonst selbst viel für die Gemeinde tun und anderen Menschen damit dienen. Keine leichte Aufgabe, so jemanden dazu zu bringen, sich vor aller Augen die Füße waschen zu lassen. Es mussten Frauen und Männer sein, die entweder im öffentlichen Leben stehen, wie der Bürgermeister, oder die bei uns in der Pfarrei besonders engagiert sind, in der Gruppe oder im Gottesdienst. Wir suchen seit Weihnachten, weil einfach viele sagen, nö, da vorne dort vor allen Leuten, das möchte ich nicht. Also da muss man schon werben und viele Absagen in Kauf nehmen. In seiner Predigt betonte Diakon Wolfgang Dirscherl, für wie unangemessen das Füßewaschen durch Jesus damals von seinen Jüngern angesehen wurde. Das war die Arbeit der niedrigsten Sklaven, den Gästen die Füße zu waschen. Und diesen Dienst gibt er als Auftrag an diese 12 Apostel weiter. Dieser Dienst, gegenseitig zu dienen, er gilt nicht nur für diese 12 Aposteln, er gilt bis heute. Er gilt für einen jeden von uns. Das wird auch mir bei diesem Dienst wieder neu bewusst. Pfarrer, bist du auch bereit zu dienen, auch die Dienste zu tun, die man vielleicht nicht so gerne macht? Oder bist du auch schon der Pfarrer, der lieber anschafft und das genießt, die Macht zu haben in der Pfarrei? Auf die 12 auch sicher, weil es für sie eine ungewohnte Situation ist. Und sie sich natürlich auch denken, so ist es den Jüngern gegangen. Also da werden auch noch Gedankenprozesse nach dem Gottesdienst weiterwirken. Und ich denke, sowas ist gut, wenn man aus dem Gottesdienst rausgeht und da wirkt noch was weiter. Der Gottesdienst selbst endet am Gründonnerstag nicht wie sonst im Jahr. Zum Schluss wird der Altar in aller Stille abgeräumt. Ein Zeichen für die Trauer über den Tod Jesu am darauffolgenden Karfreitag. Für die Kinder in Memmingen ist es mittlerweile eine liebgewonnene Tradition. Die große Suche nach Osternestern im Stadtpark Neue Welt. Und auch dieses Jahr hat der Osterhase wieder ganze Arbeit geleistet. Über 500 Osternester warteten in der Neuen Welt darauf, von den Kindern gefunden zu werden. Lange Schlange gestern Vormittag in der Neuen Welt in Memmingen. Hier meldeten sich Kinder mit ihren Eltern zum alljährlichen Ostereiersuchen an. Jeder musste einen Suchschein ausfüllen, jeder Schein trug eine Nummer. Anhand der Nummern wurden dann immer kleine Gruppen von 10 bis 30 Kindern zum Suchen aufgerufen. Und auf los ging's los. Die Freunde der Landesgartenschau organisieren die Veranstaltung schon seit 14 Jahren. Der Grund für den langjährigen Erfolg? Ich denke, die Begeisterung von den Organisatoren springt dann ja auf die Bevölkerung über und auch andersrum. Durch das, dass so viele Leute einfach kommen und die strahlenden Kinderaugen, das motiviert einen jedes Jahr wieder, das neu zu gestalten und zu organisieren. Die Kleinsten suchten in Begleitung ihrer Eltern nach den Osternestern. Die waren in einem großen, abgesperrten Bereich der Neuen Welt versteckt. Rund 500 Kinder suchen jedes Jahr mit, heuer waren es sogar 550. Denn das unverhofft gute Wetter sorgte für besonderen Spaß beim Suchen und Finden. Trotz der Kälte waren die Bedingungen dieses Jahr optimal. Also ich finde es super, dass der Schneeregen heute Nacht nachgelassen hat bzw. aufgehört, dass jetzt sogar noch die Sonne scheint. Das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Nee, wir sind sehr froh, dass es trocken ist und gegen die Kälte kann man sich anziehen. Wobei jetzt, wenn die Sonne scheint, ist es auch ganz angenehm. Wir hatten schon andere Gegebenheiten, wo einfach die Sonne sehr heiß war, wo wir die Schoko-Osterhasen dann in Schatten stellen mussten, weil sie sonst geschmolzen wären. 550 Osternester konnte der Osterhase natürlich nicht allein verstecken. Rund 30 Freiwillige halfen ihm dabei. Etwa 500 Schokolollis, 1000 Tütchen Fruchtgummi und 2500 Schokoeier packten Janis Schales und die anderen in die Nester. Die Süßigkeiten sind allesamt Spenden lokaler Betriebe. Deswegen war das Mitsuchen für die Kinder auch kostenlos. Für die Helfer steckt eine lange Vorbereitung hinter der Aktion. So Ende Februar, Anfang März geht's los mit Anschreiben an die Firmen. Es wird dann so ein, zwei Wochen später hinterher telefoniert und nachgefragt. Und meist bekommt man dann doch eine positive Rückmeldung. Und dann wird einfach ein Abholungstermin vereinbart und die ganzen Süßigkeiten so nach und nach eingesammelt. Und natürlich mussten während der Veranstaltung immer wieder neue Osternester versteckt werden. Und das natürlich so, dass die Kinder sie auch gut erreichen konnten. Schon 2 Stunden vor dem offiziellen Suchbeginn hatten sich die Gehilfen des Osterhasen in der Neuen Welt getroffen. Ob am Ende auch alle Nester gefunden werden?
Ja, mit Sicherheit, weil zum Schluss ist das große Stürmen, für das sich vor allem die größeren Kinder sehr begeistern. Ab und zu haben wir dann noch ein paar größere Schokohasen, die mit ins Feld versteckt werden. Und zum Schluss wird dann das Gelände freigegeben und die großen Kinder stürmen dann voll Karacho und suchen sich noch eine Ergänzung zu ihrem doch schon sehr reich bestückten Osternest. Zu den Süßigkeiten gab es am Ende auch noch ein Foto mit dem Osterhasen. Als Erinnerung, die auch dann noch hübsch ist, wenn die Ostereier längst verspeist sind. Und nach der erfolgreichen Eiersuche freuen sich in Memmingen jetzt schon wieder alle aufs nächste Jahr. Auf der ganzen Welt haben Christen am Osterwochenende die Auferstehung Jesu gefeiert. Mit der Osternacht sind im christlichen Glauben die Tage des Leidens vorbei, der Tod ist überwunden und das Licht ist in die Welt zurückgekehrt. Damit ist Ostern und nicht Weihnachten, wie viele glauben, das höchste Fest der Christen, der Kern der christlichen Religion. Bischof Konrad Starsa hat von Samstag auf Sonntag im Augsburger Dom die Osternacht gefeiert, zusammen mit den Weihbischöfen, den Domkapitularen und vielen Gläubigen. Mit einer Lichtfeier vor dem Dom begann die Feier der Osternacht, nachdem die Osterkerze mit einem Alpha und Omega, dem Symbol für Christus, bezeichnet wurde. Entzündete sie Bischof Konrad Starsa mit den Worten: Das Licht Christi vertreibe das Dunkel der Herzen. Beim ersten der insgesamt vier Hauptteile der Osternachtfeier waren neben den Geistlichen auch viele Gläubige mit auf den Vorplatz des Doms gekommen, in freudiger Erwartung dessen, was gleich im Dom passieren wird. Lumen Christi, mit Christus kam das Licht in die Welt. Und so wird das Licht der Osterkerze von einem zum anderen weitergegeben. Ansonsten ist der Dom noch in völliger Dunkelheit. Erst nach den Lesungen kommt dann der Moment, auf den viele Gläubige gewartet haben. Mit dem Gloria erklingen erstmals nach dem Gründonnerstag wieder Glocken und Orgel. Der Dom erstrahlt im Licht. Die Predigt an diesem Abend hält Weihbischof Florian Wörner. Er spricht über die Bedeutung der Auferstehung Jesu für unser Leben. Nach Ostern könne kein Gläubiger einfach so tun, als sei nichts gewesen. Das Gebetsleben und die Freundschaft mit dem Herrn bedürfe immer wieder der Erneuerung. In der Osternacht wird traditionell auch das Taufwasser gesegnet und die Gläubigen erneuern, jeder für sich, das Taufversprechen. Mit dem soeben geweihten Taufwasser werden die Gläubigen dann zum Taufgedächtnis besprengt. Für Bischof Konrad Starsa ist die Feier der Osternacht jedes Mal etwas ganz Besonderes. Es ist auch so, wenn man das nun fast 41 Jahre eben feiert, dass man es immer neu feiert. Das ist nie so immer dasselbe, sondern ich habe es auch immer so gesagt, auch zu anderen Festen des Kirchenjahres, wir müssen eher schraubenförmig nach oben immer tiefer in das Geheimnis Christi hineinwachsen. Und auf diese Weise hat jedes Osterfest einen ganz, ganz neuen Charakter. Der Dom war in dieser besonderen Nacht bis auf den letzten Platz gefüllt. Und viele der Gläubigen haben für die Feier der Osternacht ihre Körbe mitgebracht, um Osterlamm, Eier, Schinken und Brot vom Bischof persönlich segnen zu lassen. Das gemeinsame Osterfrühstück in den Familien am nächsten Morgen wird dann die Stimmung der Osternacht ein Stück weit weitertragen. Ja, und das war Boulevard für diesmal. Ich sage Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.